Ist Also das nicht eigentlich. in der Nähe von dem vom Labor da? Was für ein Dem, Labor? dem, ja, diesem Drogenlabor? Lebrabo. Lebra? Was? Oh Ja, da mein wo man Gott. Arbeit kriegen kann. Department of Labor. Ja, genau, Oh, Lebrabo. Telefon, warte. Ja, Opa Helmut? Du musst den Anzug anziehen, den du mal gekauft hast für den Herrn Weiß, weil hier ist eine kleine Ordnung. Den haben sie mir geklaut. Ja, scheiße, du kommst, glaube ich, nicht rein mit so Klamotten, wie wir sonst tragen. Ich habe auch Ja, keine Latzhose mehr. Ich nee, sag das nur. dann kommen wir nicht. Wir haben eh kein Auto und Anzug geklaut, alles weg. Nee, dann ist gut. Dann hören wir uns später, Opa. Anzug? Ja, wir bleiben hier nicht lange auf der Scheißpachte hier. Ich rufe dir Okay, nachher an. bis Tschö. später. Ja, aber da kommst du nur rein auf Feier mit Anzug. Glaubst du nicht, dass der Helmut einen Anzug Doch, hat trägt? Opa Helmut wohl an, keine Was? Ahnung. Ja, Das gibt's da ja nicht. hat er Der hat einen gesagt. Anzug. Kann Gibt's ich mir irgendwo gar nicht gebrauchte vorstellen. Anzüge? Du bist Nein. ekelhaft, weißt du das, Peter? Ja. Wieso? Ich. Ja, wo gehen wir jetzt hin? Wo kann unser Auto. Wer hat das geklaut? Ja, wenn wir das wüssten, Weiß ja würden wir bestimmt keiner. nicht hier stehen. Wo kann das sein? Vielleicht steht's am Park. Lass uns mal ein paar gucken da hinten rum bei dem Parkmann da. Oder? Also, wenn ich ein Auto klauen würde, ich sag's nur nebenbei, dann würde ich es bestimmt nicht am Park stellen. Wir können gerne gucken. Ja, würde ich sagen. Okay. Ich weiß ja nicht, wie derjenige drauf ist, der das geklaut hat. Vielleicht will er sich noch was besorgen. Ja. Ja. Warte, versucht noch mal Taxi. Versucht ihr auch mal Taxi, ob ihr da was Ja. bekriegt. Vielleicht mein Handy kaputt? Und? Ich muss aber auch Moment. mal ganz schnell Pipi, ja? Ach, ich geh nicht nach da Nee, hinten. nach da nicht. Schon Geht wieder da. nirgendwo ein Taxi ran. Wie kann das sein? Wie, ihr seid alle da? Bist du auch auf der Party? Ja, bei mir auch. Danke, Ziege. Hast du, Jaffa, halt, stopp, hast du den Anzug an? Der Helmut auch? Ach so, ja. Jafar? Du bist ja jetzt auf der Party, oder? Willst auch dran. Bleibst ja jetzt auch da, ne? Ach, würdest du uns vielleicht dein Auto leihen? Ach, der Tank ist Puma leer. Boy, na? Ja, wir können Warum ja denn nicht? tanken. Hä? Ich war noch zwei Ja, Tage. Ich Schaffer habe noch kann ich zwei fahren, Tage weil im Tank Timeout. ganz leer. Kasama, danke schön für Kannst dich 10 bewegen, Monate. Auto. Vielen, vielen Dank Ach, scheiße. für den Resub. Ja Dankeschön. gut, dann müssen wir uns was überlegen. Dann trinken, ja? Unseren Brenner? Was ist Wenn ihr Brenner? nicht mehr Lust habt, dann könnt ihr euch melden vielleicht. Ducky, grüß dich. Okay, Schaffer. Ja. Okay, dann melde dich, ja? Okay, bis dann, tschüss. Die Platona. haben mir gesagt, auf der Party ist nicht so gute Musik und wenn die keine Lust mehr haben, dann rufen die an. Aber Jaffa, sein Auto ist Tank ist leer und es kann auch nicht abgeholt werden. Also es holt keiner ab, weil da irgendwie auch keiner erreichbar ist. Ja, ist bestimmt der AC, wie heißt das? AC Ja, die können das auch nicht LS. abholen, deswegen musste der mit dem Helmut dahin fahren. Ach, hey, Mini. Was für eine Scheiße. Ja. Ja. Peter, wo ist mein Fahrrad? Am PD. Am PD. Dann laufen wir mal zurück. Ja, dann laufen wir zurück zum PD. Ja. Komm. Ob die mich beim PD aufs Espliro? Klo lassen? Hast du immer noch Durchfall? Oh. Ich weiß nicht, es zwickt so ein bisschen. Ja, du gehst auch komisch. Ja, wirklich. Ist eher, wenn ich renne, weißt du, Ja. dann muss ich da ganz schlimm Po Hey, zusammenbrechen. warte Komm. mal, Moment mal. Bleib mal kurz stehen. Warte, nimm mal Tempo, Augenblick. Warte, Ja. warte mal, du hast da was. Da hinten. Oh, sag Da ging nicht, das noch ist da was. rangespritzt. Wie geht's? Warte.
Ist es da rangespritzt? So, ist weg. Oh. Ich muss da mal bei denen ins Bad. Was ist? Konnte ich ja nichts für. Das ist der Oberunterdruck, nennt man das. Was ist das? Oberunterdruck. Siehst du aus wie ein Tauchboot oder was? Das ist Oberunterdruck. Ja, ich gebe dir gleich Oberunterdruck. Das ist, wenn der Druck. Ach so, und wenn ich sage, ich habe Oberunterdruck oder Druck allgemein, sagst du immer, ja, es ist Pechka. Du redest ja von was anderes. Hab Migräne, geht nicht. Du redest ja von was ganz anderem. Ja. Hm? Muss man zu Dr. Hopfner gehen, der hat Migräne-Tabletten. Ich habe gar keine Migräne. Ach so, warum erzählst du das immer? Weil es zieht. Ich ziehe dir gleich auch mal was. Ja? Ja, die Türe zu, wenn ich gehe. Ja, schade, dass hier gerade keine ist, wa? No? Du kannst ja eine imaginäre Tür mal kurz so flup. Dylan, war das mit dem Druck genauso wie beim PD, als er die Wasserbohrbruch hatte? Das kann gut sein. Das sag ich doch, wenn zu viel Druck von oben kommt, dann gibt's einen Unterdruck. Warum atmest du denn jetzt wieder? Ja, weil ich atmen muss. Nee, das ist wie. Ja, nee, du hast mir gerade Illusionen zerstört. Wenn ich mal möchte, ne, und sag, hey, ich hab Bock, ne? Ja. Und dann sagst du immer, ja, nee, mein Kopf, aua, ich hab Migräne. Und jetzt sagst du gerade, nee, stimmt alles gar nicht, du bist ein Lugensack. Wenn du dich pfeifen würdest, ja, ne? Ich bin ja hier kein Hund. Aber ich lass mich ja nicht ranpfeifen hier und dann ist ja Bock. Wann bekommt ihr den Hund? Was für ein Hund? Alter, Peter. Oh, Peter. Ja, vielleicht wäre das mal ganz nett. Du bringst mir, vielleicht machst mir was Leckeres zu essen. Ne? Pass mal auf. Über den Rücken durch. Dürdem, habt ihr noch. Du hast noch mehr Geschwister, ne? Ja. Ja, weil einer kann ja nicht alle so doof sein, oder? Was willst du jetzt wieder damit sagen? Ja, was hast du denn da für ein Bruder? Das ist halt der Kleinste. Ja. Hast wenigstens abgekriegt, Peter, ne? Naja, es waren ja genug vor mir. Krieg ich halt das ab, was noch übrig ist, ne? Ja, die Reste. Die Reste, ja. Das ist die Verlangsamung der Spermiete. Was? Du lachst ja, mehr, als du solltest. Aber wo kommt denn jetzt der Hund? Peter, wir kriegen keinen Hund. Wie? Ja, was willst du denn mit dem Hund? Das war eine Metapher, das war... Ach, Peter... Also hast du jetzt gehört? Ich habe mich schon so richtig gefreut. Kochst du mir vielleicht mal was und streichelst mir das Haar? Wer? Du mir. Ja, ich koche vielleicht jeden Tag für dich. Ja, aber ich meine jetzt mal so direkt davor, damit ich auch in Stimmung komme. Ja. Hm? Ja. Hm? Ja. Na, siehst du, geht doch. Da brauchst du auch keine Migräne mehr haben. Ja, läuft. Ach so, weil ich dir nichts gekocht habe? Natürlich. Wir haben gesagt, wir wechseln uns ab beim Kochen. Ja, machen wir ja auch. Ich esse und du kochst. Ich koche gar nicht mehr. Ja. Ja, hast du Dauermigräne, ne? Wird es eine sehr trockene Zeit für dich werden. Ach so, lebe ich in der Sahara, ne? Was machen wir eigentlich? Wir wollten das Fahrrad holen. Ich wollte fragen, die kennt mich. Ja? Aber die wollten auch nicht. Fahrrad wollten wir holen, ne? Okay. Ja. Scheiße, ich dachte, ja, das klappt echt. Also, ja. Nee. Und dann gehen wir da ein Fahrrad holen, ne? Ja, wir können ja mal eben Dingens angucken, ne? Wo wir hin können. Ich muss mal eben hier in die Sträucher pinkeln, ja? Ne, ja, mach das. Kannst schon mal Motorrad holen dann? Ja, komm. Schreit der Mann so. Dann können wir ja schon mal gucken, ob wir irgendwo was finden gleich. Pinkelt einer. Er läuft da wieder gegen. Ich werd wohl klappen. Hier ist gar keiner. Nee, kann ich mal Fahrrad holen. Peter, gib mal Fahrradschlüssel bitte. Peter? Ja. Danke schön. Solche Schweine. Wieso? Ich bin da hingekommen, da stehen die drei Männer und die sagen, die machen einen Drucktest. Ein Drucktest? Und ich sollte mal lieber beiseite gehen, ansonsten würde es mich treffen. Ja, du hättest doch sagen können, dass du viel Druck hast. Nee, die Was? Haben Druck, die machen da Drucktests zu dritt und die wollten mich... Schweine. Das ist Yangbang, nennt man das. Komm, Yangbang. Fahrrad. Dann holen wir jetzt dein Fahrrad. Peter, ja, dann? Peter, du musst doch Kondition aufbauen, ne?
Naja, ich bin fit, aber. Okay, gut. Schön. Das ist gut. Ja. Juhu. So ganz härte bist du auch nicht, ne? Oder? Ja, vielleicht musst du die Kette mal wieder dran machen. Das ist, weil der den Hut nie abnimmt. Da kommt einfach keine Luft rum ran. Peter. Ja. Peter, warum, wenn man ein Fahrrad irgendwo hinstellt, ne? Ja. Warum stellt man das so nah an die Mauer? Und das habe ich ja gar nicht so nah an die Mauer gestellt. Das nee. Hat ja irgendjemand umgeschmissen und dann ist das da an die Mauer gegangen. Kannst du mal aufsteigen, bitte? Ich? Ja. Das ist alles nicht wahr heute, oder? Das ist alles nicht wahr. Was ist nur hier los heute? Das ist schon ein schlimmer Tag. Mach dir mal. Ja, was macht er jetzt? Peter spricht jetzt erstmal mit der Wand. Ja. Was macht er jetzt? Wo ist denn jetzt hin? Hä? Was macht der Junge? Was war das denn jetzt? Ja, Peter. Das war Ninja. Geht mal weg. Peter, geh mal weg. Jetzt? Ja. Der Peter. So doof ist der gar nicht. So doof ist der gar nicht, ne? Ja. Mhm. War Ninja-Style. Was war das? Ninja-Style? Ninja-Style. Ja, der Ninja-Style. Ist sein neues Fahrrad. Dankeschön, Peter. Ja, bitteschön. Ja. Jetzt nach Hause, da ist dein Fahrrad, ne? Bis nach Hause. Ja, oder nochmal Taxi anrufen, warte. Nee, geht. Wir wollen doch eigentlich nur zum Park, oder nicht? Ja, zum Park, wegen gucken, ja. Dann gehen wir doch zum Park. Ja. Willst du fahren? Nee, lass mal. Das drückt mir zu sehr zwischen die... Ja, du weißt schon. Peter, hier fahr ja. Du. Ich geb die Schlüssel, warte. Was? Hier. Fahrradschlüssel. Hier. Genzo, grüß dich. Das ist der Fluch des Bands? Ja, ohne Scheiß. Auto ist weg. Habe ich noch Geld? 155. Ey, was hier heute los ist? Was hat Peter denn jetzt schon wieder? Okay, wir laufen ein Stück, aber auf eigene Gefahr. Lauf nicht zu weit hinter mir. Nee. Okay. Komm. Peter fährt wieder mit angezogener Bremse. Vor allem bin ich genauso schnell wie Peter. Ich bin sogar schneller. Das darfst du keinem erzählen. Ohne Scheiß, das darfst du keinem erzählen. Ne? Bei Hotze stelle ich mir das auch wirklich so vor. Ohne Scheiß. Wenn die Fahrrad fährt, die irgendwie hat die dann die Griffel an der Bremse und denkt, oh, das geht aber heute schwer. Jo, bin da. Ja. Guck mal. Jo. Hm? Der, was macht der mit dem Fahrrad? Warum? Nix. Ja. Jetzt mal ohne Flachs. Mausch? Ja. Guck mal, du bist ja mit Peter aufgewachsen, oder? Ja. Wie war der so als Kind? Na, gucken dir doch an. War der immer schon so ein bisschen... Ist er öfters mal am Zaun hängen geblieben oder so? Nee, öfter vom Baum gefallen. Echt?
Ja, wir sind immer hochgeklettert. Peter war noch kleiner und schwächer. Der hatte ganz dünne Ärmchen als Kind. Ja. Und dann hat er es immer nicht hochgeschafft. Und da ist Und er dann hat er gefallen. immer 2 Meter unter uns, hat er immer ganz bitterliche auf dem Ast gesessen und hat ganz schlimm geweint. Und dann haben wir ihm von oben immer Kicks runtergeworfen und er musste die fangen. Ach so, beim Fangen ist er dann runtergefallen. Ja, oftmals. Ach ja, aber Aber Kekse hat er unten bekommen? lagen ja ganz viel Kekse, die konnte er dann immer aufsammeln. Ach so. Hat er es Ja. nicht leicht gehabt in seinem Leben? Doch, na ja, das würde ich so nicht sagen. Der hat zu viel im Po gesteckt bekommen, verstehst du, was ich meine? Wie Darkroom-mäßig oder was? Nein, Ja, das was ist, der denn? hat immer, da der der Jüngste Ach so, von den Eltern, deinen Eltern. war das immer so ein Ästhetchen und Peter und immer Ja, aber der Junge Peter. kann ja noch nicht mal richtig Fahrrad fahren. Ja, Ja. kann der auch nicht. Aber trotzdem war immer alles toll, was er gemacht hat. Weißt du, was ich meine? Ja. Da bleibst du stehen. Na so, komm. Wo fährt der denn lang? Warum fährt er denn jetzt wieder zurück? Vielleicht hat er was gesehen. Also jetzt ohne Scheiß. Ich will ja nicht gegen deine Familie, die sind ja eh ein bisschen blöd. Aber der tickt doch nicht sauber, der Junge. Oh! Wenn du noch Ja, weil. einmal sagst, dass meine Familie ein bisschen blöd ist, Ja, ne? warum klatsche mich denn jetzt? Man redet nicht über meine Familie. Noch ein Wort, ne? Und Kastration angesagt. Du hast doch selber gesagt, dass deine Mutter nicht mal richtig tickt. Bitte? Ah, da hast du Was hast du selber. gerade? Nimm das Das sofort hast du. zurück. Nimm das sofort zurück. Wenn du Ja. noch ein schlechtes Wort gegenüber meiner Mutter verlierst, dann siehst du das Gebüsch von der anderen Seite. Glaub mir das, mein Freund. Entschuldige dich sofort. Du hast selber. Was hab ich gesagt? Was die da für einen Idioten rausgedrückt hat. Ja. Hä? Wieso beleidige ich da meine Mutter? Was? Hä? Tut mir leid. Das werde ich meiner Mutter erzählen. Nee, wirst du gar. Nein. Ich werde das meiner Mutter Nein. erzählen, was du gesagt Nein. hast. Doch. Das meine ich gar nicht so. Und du weißt, meine Mutter wird unwitzig. Das machst du nicht. Die ist noch unwitziger als ich. Das weiß ich. Ja, das machst du aber nicht. Ja? Nee. Warum sagst du denn sowas? Weil wir zwei dann richtig Ärger kriegen. Wir zwei? Ja. Meinst wohl du? Ja, wenn die mich aber wieder so anguckt, Da wie fliegt beim nicht letzten nur Mal. dein Hütchen weg, glaub mir das. Ne? Lass Wie du das. überhaupt sprichst. Mach das nicht. Ja. Ich glaub, du spinnst. Das ist deine Familie jetzt übrigens, über die du da sprichst. Ja, aber nicht meine Mutter. Ach so, ist einfach eine fremde Frau oder was? Nein, natürlich nicht. Ist ja meine Schwiegermutter. Ja. Noch ein böses Wort über meine Mutter verlierst, Ja. dann findest du dich selber nicht wieder. Ja. Ist das klar? Ja. Nachher machst du das gut. Ja, wie soll ich denn gut machen? Das weißt du ganz genau. Bei dir oder bei deiner Mutter? Bei mir. Okay. Laufen wir überhaupt richtig? Weiß Konzentrier dich. Ja, mache ich alles Findest du wieder. das irgendwie witzig? Nö, eigentlich nicht. Darf ich dabei lachen? Wobei? Komm! Aha, findest du mich also witzig? Nein, ich finde dich nicht witzig. Also ich bin nicht witzig, ja? Ja, was ist denn heute los mit dir? Habe ich keinen Humor oder was? Doch. Kannst du mir mal sagen, wo dein Bruder ist? Was weiß ich? Was für ein Fregel. Bin ja nicht in sein Kindermädchen. Er ist 28 Jahre alt. Irgendwann muss er auch mal selber einen Weg finden. Der kommt mir gar nicht so vor. Wie weit? 28? Nee. Der kommt mir manchmal vor wie 12. Der, die damals im Kindergarten haben gesagt, er ist in der Entwicklung ein bisschen zurück. Der ist stehen geblieben, ne? Nee, nur ein bisschen zurück. Also, wie viele Jahre? Ja, damals im Kindergarten waren es so 2, circa. Ja. Ja, und dann habe ich aufgehört zu zählen. Also, Aber da das ist ein komm, da ganz guck. lieber, auf den kann man sich Da. verlassen. Warum fährt er mit Bremse? Halt.
Ich könnte Ivan mal fragen, ob er euch fährt. Was, Ivan? Wer ist denn Ivan? Das ist der junge Mann, der letztens dabei war, als ihr den alten Mann gehauen habt. Was haben wir? Den alten Mann gehauen. Wer hat den alten Mann gehauen? Ja, du. Du hast einen alten Mann gehauen? Nee, du. Wie ich? Ich hab keinen alten Mann gehauen, ja. Nur dich. Ich gerade. Auch nicht. Ja, ich kann den anrufen. Ja, wir sind doch eh gleich da, ne? Am Park. Okay. Ja, wir gucken jetzt erstmal Park. Ja, wir gucken erstmal Park. Was für ein alten Mann? Hm? Was für ein alten Mann? Den du gehauen hast? Wann? Ja, letztens ja, diesen komischen, wie hieß der, Vohikel? Ayolecke, ach, der aus der Bank, ne? Liquid hieß der. Nee, nicht Ayolecke. Ayolecke? Ja, irgendwie sowas. Ach so. Oder Joko. Jokolele oder sowas. Okolele heißt das. Ah ja, was weiß ich, Okolele. Ja. Verdammte Scheiße. Ja. Ich will das Auto wieder haben. Ja, das ist fürchterlich so. Warst du denn auch gucken bei der Verwahrstelle? Wie soll ich denn gucken gewesen sein? Warum gibst du mir schon wieder so eine zippige Antwort? Ich frage einfach nur, manchmal würde ich deine intellektuellen Gedankengänge einfach nur mal gerne nachvollziehen können. Was heißt das? Das Intellekten da? Ja, das stimmt, das fällt schon erstmal weg. Deine Gedankengänge. Ja, was ist damit? Ja, die würde ich gerne manchmal verstehen. Ach so, wenn du mich gar nicht verstehst, warum hast du mich geheiratet? Warte, ich schreibe mir die Frage kurz auf und bearbeite die später nochmal. Okay, reicht dein Intellekten wohl nicht so weit, ne? Nee, das ist eine sehr knifflige Frage. Was? Ja. Weil du halt lieb und süß bist und so. Ach so. Ja, warst. Ach so. Wie warst? Ja, Sterne vom Himmel geholt hast. Ja, habt ihr die in die Augenhöhlen gesetzt? Oder es waren die Drogen, ich kann es nicht mehr ganz genau sagen. Aber jedenfalls kamen sie runter. Was, die Sterne? Ja. Ja, da hatten wir Pappe geklebt. Ist doch klar, dass alles runterkommt. Ja, das wusste ich ja nicht. Ja. Aber da warst du jedenfalls total süß und voll, ne? Ja, ja, da hab ich gegrinst wie eine Katze, ne? Ja, wie die Grinsekatze. Wie die Grinsekatze. Je, meine, war das eine Zeit. Ja, und jetzt bist du immer so böse zu mir. Bin ich gar nicht. Doch. Nee, nur weil du eine Zippe bist. Ich bin nur eine Zippe, wenn du böse Sachen zu mir sagst. Ich bin sonst vorher immer lieb. Und dann kommst du wieder mit zum Scheiß. Du kannst eigentlich froh sein, dass du mich auch hast. Ja? Jetzt wärst du ganz allein. Das stimmt gar nicht. Nein? Wen hättest du denn dann? Ja. Aha. Wen denn? Ja. Wen? Was? Wen hättest du denn dann? Ja, was weiß ich? Ja, willst du noch Ding-Dong-Kino mit Jaffa im Auto machen, ja? Nee, ich mach gar kein Ding-Dong-Kino mit Jaffa im Auto. Ja, da würde ich nämlich Bonbons dann kriegen. Was ist denn jetzt? Was ist denn jetzt? Bonbons von der Lilli-Tutti, oder was? Von wem? Ja, die deiner Frau Lilli. Ich habe doch keine Frau Lilli, wer ist denn das? Ach, du hast gesagt, die Frau Lilli gibt dir immer Bonbons. Ja. Du, ich kann das für dich regeln, dass sie dir immer Bonbons gibt. Okay. Was hast du gar nicht vergessen? Ich vergesse nichts. Ja, die hat mir nur zweimal ja, hier was zum Lutschen. Ja, ist okay. Ich kläre das für dich. Mach ich für dich. Ja, warum? Nein, will dann ich gar nicht. Dann wirst du Jahresabo bei der Frau Lilli haben. Nee, will ich gar nicht. Hast du doch gerade gesagt. Wenn ich dich nicht hätte, dann hätte ich immer Bambank. Ich mach das für dich, kein Problem. Nee, brauchst du nicht. Mach's alleine. Ja, okay. Gut, dann haben wir das ja geklärt. Ja, sind wir fertig, ne? Ja, ja? Sind wir fertig, würde ich sagen. Ja. Du willst die Bonbons? Gut. Wenn das besser ist als ich. Du stehst da so. Ja, warte auf Bus. Hier fährt keiner. Ja, weißt du ja gar nicht. Doch, ich hab den Fahrplan. Ja, hast du überhaupt Zeit? Okay, ich stehe doch nicht. Ach so. Hier ist der Park. Warum bist du nicht gelaufen? Ich keine Lust hatte. Ich brauchte Luft. Ach so. Ja. Ach so, beim Laufen kriegst du keine Luft? Nee. Aha.
Musst du nachdenken. Über was? Nix. Meine Zukunft. Die wäre? Ja, offen. Für alles? Scheint ja so. Wieso scheint das so? Ja. Wo drückt der Schuh? Gar nicht, nirgends. Achso. Stell mal vor, jetzt steht da unser Auto. Dein Auto. Warum nicht unser? Weiß ich nicht. Schatz. Wo ist denn Peter? Was ist? Schatz. Ha? Ich liebe dich. Mhm. Das du Bonbons noch mehr? Nein. Ich hatte nur einmal. Einmal was. Was? 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 Du hattest nur einmal was. Ja, einmal. Einmal habe ich mit der Hand da reingegriffen. Ja. Nur. Hab nur einmal Bonbons da genommen. Mhm. Ja. Ist so. Mhm. Ja. Mhm. Hm? Ja. Habe ich ja noch eine Hand frei. Was? Aha. guck da, haut ein Subgeschenk raus. Wissen. An den Nightbot raus. Vielen, vielen Dank, guck da. Herzlich willkommen, Herr Nightbot. Der guckt da. So, wo ist Peter? Ja, was weiß ich, wenn ich das immer wüsste, wäre ich reich. Komm, laufen wir mal nach da vorne. Ich muss eh Geld anzahlen zum Automaten, komm. Da steht Fahrrad. Das ist aber nicht unseres, nee. Nee. Scheiße. Nicht unser Auto. Auto vielleicht hinten steht. Bitte lass es hinten stehen. Nee. Ach, das ist doch scheiße. Auto alles weg. Bei diesem Rotation Bug kann das Auto überall auf der Map stehen? Oder gibt es da bestimmte Punkte, wo sowas dann spawnt oder so. Weiß das vielleicht jemand? Ich bin mir eigentlich ganz sicher, dass ich das, dass wir im Haus geparkt haben. Ja, da war ich dabei. Haben wir noch kontrolliert, ob Auto zu ist und Motor alles aus. Ja, ihr könnt euch ja unterhalten. Ich gehe mal gucken. Wieso? Ja, vielleicht wart ihr beide verwirrt und habt das Auto vielleicht doch hier bei dem Mann da abgestellt an dem Parkplatz. Ja, sorry. Nee. Hab ich geguckt. Obwohl, warte mal. Dödem hat Schlüssel, ne? Mhm. Fahrradschlüssel hat sie gegeben, ne? Ja. Ja, das ist gut. Oh, guck, da haut noch ein Zapgeschenk raus. Den hab ich da hinten auf Privatabschlag gestellt. Damit sind wir bei 1425. Vielen, vielen Dank. Herzlich willkommen, Josef. Dankeschön. Hab auch schon im Parkhaus geguckt, aber da steht nur eins mit Buchstabe A. Das ist nicht. Nein, das ist nicht von uns. Das ist nicht von uns. Sah aber so ähnlich aus. Operator. Man darf es nicht sagen wegen Meter. Ja, aber nee, ich will nur wissen, ob das Auto muss doch irgendwo stehen Meter? Auf der Map. Oder ja. Ist das. Hast du das Fahrrad verpufft? Da hinten geparkt? Hat einer schon mal diese Erfahrung hast gemacht? Hast du nicht angelassen? Ich meine, ich habe mich ja schon an Support gewendet, weil es ja ein Bug ist. Ich glaube, das geht von selber aus, oder? Nein. Was geht von selber aus? Das Licht musst du ausmachen. Echt? Das geht nicht von selber aus. Bei was? Am Fahrrad. Ja, musst du ausmachen. Das Bus. Der bringt mir auch nichts.